Eigentlich hätte am Montagvormittag vor dem Schulgericht des Landesgerichts in Feldkirch einer der umfangreichsten Betrugsprozesse der Vorarlberger Rechtsgeschichte beginnen sollen. Ein 52-jähriger Hotelier muss sich wegen gewerbsmäßigem Betrug und Veruntreuung in 12 Fällen, wobei er mindestens 5 Millionen Euro ergaunert haben soll, verantworten. Angesetzt für den Prozess sind 6 Verhandlungstage. Allerdings fehlte der Hauptdarsteller am ersten Verhandlungstag, an dem er eigentlich hätte vernommen werden sollen. Laut seinem Verteidiger sei der 52-jährige Angeklagte schon in den letzten Tagen nicht erreichbar gewesen. Jetzt wurde der Prozess auf unbestimmte Zeit verschoben. Außerdem beantragte die Staatsanwaltschaft Verhaftung wegen Fluchtgefahr. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Österreicher vor, überall auf der Welt sein Unwesen getrieben zu haben. Meistens bot er lukrative Anlagemöglichkeiten an, die sich dann als Schwindel herausstellten. 3 Deutsche haben sich angeblich zu Genussscheinen im Wert von damals noch 4 Millionen Mark überreden lassen. In Vorarlberg selbst gab es nur ein Opfer, eine Tankstelle, die um ca. 660 Euro betrogen wurde.